So, weiter geht's mit The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir sind im, ja, ich bleib beim Wüsten-Dungeon, beim Wüstentempel. Und, ja, schauen wir uns einfach mal um hier. Ich glaube, ich habe in Erinnerung, dass das ein recht kurzer Dungeon ist. Oh. Die Dinger sind uncool, weil die schießen auf einen, sobald sie einen sehen. Und das ist eine Sackgasse. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ein recht kurzer Dungeon. Deswegen glaube ich, dass wir den... Kacke. Das kann man so auch machen. Das, Bumm. So. Ich glaube, dass wir das zweite und dritte Amulett vielleicht sogar in diesem Part kriegen können. Schauen wir mal. So, jetzt muss ich hier allerdings gucken. Wo was war... Hier gibt es, glaube ich, einen Schlüssel, wenn ich mich nicht komplett irre. Oder? Und es gibt auf jeden Fall eine Truhe. Es gibt eine Karte, okay. Gut. Hab ich mich komplett geirrt. Scheiße. Aber ist nicht so dramatisch. Keine Panik, Leute. Alles ist gut. Dann... Gucken wir doch mal hier rein. Hier gibt's einen Schlüssel. Bumm. So, das Ding lassen wir jetzt einfach laufen. Norma, hier ist der Hassraller. Hol unbedingt alle Schätze, die in den Verliesen versteckt sind. Das ist natürlich ein wahnsinnig guter Tipp. Danke, du weiser alter Mann. Ohne deine Hilfe hätte ich einfach gesagt, scheiße, ich mache einen Speedrun. Ja. Also das war jetzt nicht wirklich sinnvoll. Das ist eine Scheiße, genau. Das ist eine Scheiße hier. Denn dieser Raum ist nichts anderes als eine Falle. Oh, Kacke. Ach, Alter, du stellst... Jo. Jo, ich bin... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, da musste ich jetzt mal ganz kurz meine Klappe halten, weil, da wäre ich doch fast gestorben. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, weil ich mache nach dem... Nach dem Ende jeder Aufnahme mache ich ein Safe State. Das heißt, ich habe ein Safe State gemacht, hier am Anfang des Dungeons. Den hätte ich dann laden können. Ich weiß gar nicht, wo man sonst anfängt. Ich glaube, bei sich zu Hause wieder, ne? Hier ist auf jeden Fall der Kompass. So. Lässt du das bitte? So, hier müssen wir Gas geben. Um in die Kugeln reinzurennen. Du hast den großen Schlüssel. Natürlich habe ich ihn. So, du. Vergesst, dass ich gesagt habe, hier müssen wir Gas geben. Denn das hat ja mal 0, nichts gebracht, aber ist okay. So, wenn ich jetzt im Nachhinein so mein Leben betrachte, also jetzt nicht mein Real Life, sondern nur mein Herzenanzeige, wäre es doch ratsamer gewesen, eventuell einen Trank zu kaufen. Aber nun ist zu spät. Vielleicht finde ich hier mal irgendwo Herzen. Eben warten, dass das Ding da weiter läuft. Ah, hier sind sogar noch vielleicht mehr Herzen. Mehr Herzen? Ich glaube, die Teile machen auch Schaden. Also richtig Schaden, wenn sie eintreffen. Ah, ha, ha, ha. Du hast den Krafthandschuh. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Der wird... genau. Zum Beispiel wie auch der Pegasus-Stiefel unten halt beim A-Button angezeigt. Also... Das sind alles Sachen, die man halt nicht ausrüsten... ausrüsten muss, die man, ja, halt mit A benutzt, ne? So. Jetzt geht's, glaube ich, erstmal raus aus dem Dungeon. Aber nicht auf dem Weg, in den wir reingekommen sind. Alter! Herz!
sondern hier rechts. Das ist links. Wo ich jetzt hingehe, ist es nicht rechts. Oh, ich habe wieder volles Leben. Ja, auf jeden Fall gehe ich dann erstmal hier raus. Ich hätte trotzdem eventuell einen Trank kaufen sollen. Und hier gibt's noch ein Herzteil. Deine Herzzahl ist gestiegen. Wie viel haben wir denn jetzt? 2, 4, 6, 7 Herzen. Ist gar nicht mal schlecht. Und hier können wir jetzt auch die Steine aus dem Weg räumen. Ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Ne. So. Wo war jetzt... Okay, auf der anderen Seite. Ja. Das Einzige, was gleich wirklich nervig... Ach du Scheiße, das war hier? Ja. Angreifende Bodenplatten aus der Hölle. Scheiße, der Schlüssel war unten links. Oder oben rechts. Unten links. Ja. Komm, einfach durch hier, scheiß drauf. Verdammt. Das hätte man besser machen können, echt. Na gut. Noch lebe ich. Und ich werde auf jeden Fall dann mal ausprobieren, wenn ich wirklich sterben sollte. Wo ich denn... Ah, nee. Wo ich denn dann quasi respawne. Ich meine, bei Link zu Hause. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe mal nicht, dass es dazu kommt. Und für den nächsten Dungeon auf jeden Fall schon mal fick. Ich hab nicht fick gesagt. Vormerken. Tränke kaufen. Oh, das ist eine Scheißstelle, so ein bisschen. So, hier muss ich jetzt, glaube ich. Nein, muss ich nicht. Ach, diese verdammten Platten, ne? Ja, ich bin gleich am Arsch, weil das schaffe ich nicht mit zwei Herzen, den Boss. Aber mit vier Herzen wird's auch happig. Machen wir uns das Leben doch schwerer, als es eigentlich sein muss. Verdammt. Achso, ich brauche genau... die Lampe... damit wir hier die Wand bewegen können. Naja gut, ich habe ja nur gesagt, der Dungeon ist kurz, nicht, dass ich das so einfach ist. Wobei, er ist einfach eigentlich. Ich bin... spiel gerade nur echt ein bisschen blöd. Und hier ist der Endboss, beziehungsweise drei. Und die sind nervig, diese scheiß Würmer. Ah, Kacke, ey. Ich werde jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich viel sagen. Weil ich mich hier doch ein bisschen konzentrieren möchte eigentlich. Oh, scheiße. Ja, ihr seht das Problem, ne? Mit den Steinen, die Viecher halt verteilen, wenn sie aus dem Boden kommen. Bei 3 ist es halt ein bisschen schwer. Ja, wenn man sich dann auch direkt da reinstellt, ist es noch doofer. Einer erstmal weg wäre schon mal cool. Okay, einer ist down. Bleiben noch 2. Harder. Harder. Was war das denn? Harder. Hit me harder. Entschuldigung, ich drehe gerade frei. Okay, 2. Einer bleibt noch. Ich kann es doch schaffen. Nicht so. Aber die machen nicht so viel Schaden. Halbes Herz ist okay für den Boss. Okay. Treffer.
Und... viel Leben kann er nicht mehr haben. Na komm schon. Sei ein guter kleiner Fick. Yes! Das zweite Amulett. Ich gönne mir jetzt eben eine Zigarette auf diesen Sieg. Du hast das Amulett der Stärke errungen. Dein Ziel ist greifbar nahe. Hol nun noch das dritte. Ich muss echt sagen, ich habe den Dungeon unterschätzt. Also, ich werde auf jeden Fall mir jetzt Tränke besorgen. Weil es war schon knapp. Also hätte es da am Ende nicht bei diesem roten Vieh noch die zwei Herzen gegeben, wäre ich draufgegangen. Ah! Dafür renne ich jetzt einfach in den Kaktus rein. Das, ey, was soll's? Ich habe ja wieder volles Leben, wa? So. Jetzt überlege ich, was können wir denn jetzt machen? Kann ich mir nicht auch schon Schwimmflossen holen? Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon er redet. Im Moment können wir noch nicht wirklich schwimmen. Wir können hier durch dieses seichte Wasser können wir durchgehen. Aber wenn ich jetzt in tiefes Wasser gehe, passiert das. Ich glaube, dass ich mir die Schwimmflossen holen kann. Oh. Und da werde ich einfach mal gucken gehen. Heißt, ich gehe noch nicht direkt zum dritten Dungeon. Bah. Aber ich gehe in die falsche Richtung, du Vollhonk. Obwohl, was ist da unten? Ist da ein Händler? Mal eben schauen. Was haben wir denn? Ja. 150 kostet der Trank überall gleich viel. Das kann ich gleich mal testen, weil ich eher am Magieshop vorbeikomme. Und mir dann auf jeden Fall zwei Lebenstränke holen werde. Eine Fee wäre auch nicht schlecht. Also ein Lebenstrank, eine Fee hätte ich gerne. Die Fee bewirkt, wenn man die gefangen hat, dass, wenn man sie in der Flasche lässt, wenn man stirbt, einfach da wiederbelebt ist, wo man, oder wiederbelebt wird, wo man gestorben ist. Oder man kann es halt vorher rauslassen, um ein paar Lebenspunkte zu kriegen, wenn man sie fängt. Ich lasse die meistens dann in der Flasche drin halt. Ah, siehst du, hier ist er nämlich billiger. Nehmen wir hier zwei Stück. Stopp. Wir nehmen erstmal einen, weil ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel die Schwimmflossen kosten. Haha. Deswegen lassen wir mal erstmal einen Trank. Also 500 Rubine kosten sie auf jeden Fall, die sind sauteuer. Glaube ich. Also das ist jetzt 5... Oh, oh, oh. 100 sind. Hier ist es, ne? Jawohl. Hier gibt es auch noch ein Herzteil, was wir kriegen können. Jetzt muss ich nur erstmal wieder gucken, dass ich den richtigen Weg laufe. Das ist er nicht. Nein. Ganz viele Zoras hier, die uns alle töten wollen. Yay. Ich weiß gar nicht warum, ich habe denen nichts getan. Das ist das Herzteil. Scheiße. Och. Es kostet übrigens kein Leben, wenn man ins tiefe Wasser fällt. Es ist nur extrem nervig. So. Oh ja, renn doch einfach in den spawnenden Zora rein. Ach Mensch. So, hier ist... Ah, okay, hier ist schon mal der große Zora. Oho, willst du was von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Oho, ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine, das Paar. Ich hatte recht. Willst du sie haben? Ja.
Oh, hier deine Flossen. Außerdem gestatte ich dir, Zoras Wasserwege zu benutzen. Alle Seen und Flossen sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du selbst herausfinden. Hohoho. Übrigens, ich bin der Weihnachtsmann. Hohoho. Ja. So, du hast Zoras Flossen gekauft. Mit diesen kannst du sogar in tiefen Gewässer schwimmen. Yay! Okay. Jetzt will ich noch das Herzteil hier haben. Ist allerdings jetzt die Frage, wie ich da hinkomme. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Moment, musste ich dafür nicht hier runter? Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Das nächste Herzteil. Okay, jetzt habe ich noch irgendwas anderes in Erinnerung. Und zwar den Brunnen der Wünsche. War das das? Oder auf jeden Fall eine nette Fee, die uns helfen kann. Das müsste ja auch noch in der Ecke sein. Ja, keine Sorge, wir gehen auch noch zum dritten Dungeon. Aber erstmal kommt es ein bisschen... Das ist ja nicht random Stuff, es ist ja schon nützlich. War das hier? Jawohl. Wenn ich jetzt bitte noch einmal jawohl sage in den nächsten 5 Minuten, haut mir aufs Maul. So, hier können wir Zeugs upgraden. Wunder, Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Ich werfe etwas, natürlich. Wähle einen Gegenstand mit dem Steuerkreuz aus und wirf ihn mit dem Y-Knopf. So, wir können hier quasi Sachen upgraden, wenn man die richtigen wählt. Ich glaube, das war das Schild. Hast du das geworfen? Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Jawohl, es war schon mal das Schild. Wir kriegen ein besseres Schild. Dein Schild wurde stärker. Jetzt stützt es sich sogar gegen Feuerbälle. Gut. Aber wir können noch was upgraden. Oder verbessern auf Deutsch. Jo, ich werfe auch was. Jo. Ehrlich. Den Bumerang. Na, liebe Fee, na? Hast du das geworfen? Ja, hab ich. Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Und zwar den magischen Bumerang. Du hast den Zauberbumerang. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Jaha. So, mehr kann man hier, glaube ich, nicht... Kurz überlegen. Nee, mehr kann man hier nicht upgraden. Aber wir wollen ja auch nicht gierig werden, ne? Das reicht. So. Wenn ich jetzt mal so auf die Aufnahmezeit gucke, wird es, glaube ich... Ah, gaga. Genau das. Jetzt glaube ich knapp mit dem dritten Dungeon. Ich werde auf jeden Fall da noch hingehen. Wäre schön, noch irgendwie so ein paar Rubine zu kriegen, damit ich mir noch einen Trank kaufen kann. Solange ich hier in der Ecke vom Magieshop bin. Aber, naja, wir schauen mal, ob wir noch irgendwie 10 Rubine zusammenkriegen. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich sonst ein bisschen länger mache, obwohl der Dungeon ist nicht ganz so kurz wie der letzte. Das war ein genialer Wurf. Ja, der nächste Dungeon ist nicht ganz so kurz wie der letzte. Deswegen würde ich eher sagen, dass ich dann den im nächsten Part in Angriff nehme. Haben wir jetzt... Ja, doch, wir haben was geschafft, hallo? Mal nicht mein eigenes Licht hier oder den Scheffel stellen. Ja, ich hier drin, ich kann auch kämpfen. So, warum sitzt du da im Busch? Warst du am Kacken oder was? Entschuldigung, wollte nicht stören. Okay, ich wusste nicht, ohne Bombe, da sollte man, oder eine Mine, da sollte man besser nicht drauf treten. Ich wusste nicht mehr, dass die auch Gegner im Büschen sitzen. Komm schon, gib mir noch 3 Rubine. Ich bin jetzt gerade hier vom Magieshop.
einer noch. Ich glaube, mit gestunt, also gestunte Gegner lassen immer einen Rubin fallen, ne? Irgendwas war da. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug Rubine, um mir noch einen zweiten Lebenstrank zu kaufen. So, wo ging's denn jetzt? Also es geht's in Richtung Todesberg. Death Mountain. Ach, da werden schöne Erinnerungen an Zelda 2 wach. Zelda 2 werde ich wahrscheinlich übrigens auch nochmal irgendwann let's playen. Das wird schön, weil Zelda 2 ist... Wer es nicht kennt, also Zelda 2 für NES ist, ja, ist schon ein schönes Spiel, aber ist auch schweinehart an manchen Stellen. Und der Todesberg da... Ach ja, das, das war ein Heidenspaß. Ich glaube, hier ging es hoch. Ja. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch irgendwas hätte machen können mit... Also in Sachen Herzteile oder so. Ich glaube allerdings nicht, was ist hier oben eigentlich. Ach, okay. Richtig, die könnte ich eigentlich mal anquatschen. Ritsch, ratsch. Merkwürdig, wie sich der Baum beim Segen anfühlt. Hm. Könnte das ein dezenter Hinweis für später gewesen sein? Ja. Ja, war es. So. Auf jeden Fall geht's jetzt hier in Richtung Todesberg und, ja, wir laufen einfach mal. Ich hoffe mal in die richtige Richtung. Ich glaube hier lang. Ah. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Er wartet nicht mal unsere Antwort ab. Er hängt sich einfach an uns dran. Hm, na gut. Nehmen wir den Mann halt mit. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Nein, alter Mann, ich möchte nicht nach der goldenen Macht suchen. Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Er ist das Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Aghanim versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Waisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Hm. Oh. Mein Hals tötet mich gerade. Zur Erklärung, ich kriege eine Erkältung und... Diese Stimmen töten mich gerade so ein bisschen. Naja. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran. Dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas. Falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Ich muss mal kurz husten. Eine Sekunde, Moment. So. Du hast den Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön. Aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Hm. So, den alten Mann lassen wir jetzt alten Mann. Moment. Stopp. Lassen wir nicht. Ich wollte nur mal eben kurz hier reingucken. Warum wohnt der eigentlich oben auf dem Todesberg? Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist dir Erholung zu verschaffen. Hier, mach die Hose auf. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Okay. Gut. Danke, alter Mann, für die Erholung. Hals tötet mich echt gerade. Gab's hier noch irgendwas oder laufe ich jetzt nur blöd in der Gegend rum? Ja, ich laufe, glaube ich, nur blöd in der Gegend rum. Bevor ich mich hier komplett verfranse, renne ich lieber gegen die Wand, richtig. Gehe ich lieber weiter in Richtung Dungeon.
Weil hier der Todesberg, da kommen wir später eh nochmal hin. Ich glaube mindestens einmal, also lassen wir das. Und versuchen wir am besten nicht von diesem großen grünen Stein getroffen zu werden. Ja. Gut, oder lassen wir es doch treffen, weil sonst wäre es ja langweilig. Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Nee. So, hier hören die Steine dann auch komischerweise aufzufallen. Sie hören auf, aufzufallen. Was? Da ist ein Herzteil. Und was war hier noch drin? Alles klar, ich brauche den Enterhaken. Ja. Ja, da komme ich noch nicht hin. So. Ein Teleportal. Die Schattenwelt. Herzlich willkommen. Hallo ihr. Bounce, bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen. Sperr die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? In Hyrule, das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung. So wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Kann ich mit dem auch sprechen? Was willst du hier? Bildest du dir ein, du Hasenfuß, kannst mehr ausrichten als ich? Ich suchte die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich endlich in Ruhe. Das ist natürlich interessant, dass die Schattenwelt jeden in sein wahres Ich verwandelt. Das ist schön, dass Link dann wirklich ein Hasenfuß ist. Und wir benutzen hier mal den Spiegel, um zurück in die echte Welt zu kommen, sag ich mal. Du hast dein Herzteil gefunden. Und ja, so kann man quasi zwischen den Welten hin und her springen. Also, schon schön. Hier können wir, glaube ich, das Buch Mudora benutzen, ne? Genau. Und da kriegen wir nämlich was Feines. Wenn wir denn das Masterschwert haben. Scheiße, ich hab's vergessen. Aber wir kriegen hier was Feines, also nur nicht jetzt. Das habe ich übrigens als Kind hier auch geliebt, da unten dieser, dieser Effekt, dass man wirklich so hoch oben ist. Schon schön gewesen. Also ich fand es damals richtig geil. Aber ich war auch leicht zu beeindrucken, glaube ich. Naja gut, auf jeden Fall ist das hier der dritte Dungeon Heras Turm. Und so ein bisschen werde ich noch hier machen. Muss gerade nur mal gucken, wie, wo, was war. Also umdrehen ist auch unnötig. Die Karte, okay. Warten wir doch mal lieber ab hier so. Achso, hier, das habe ich ganz vergessen. Norma, ich bin es, der Dorfälteste Sahasraler. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Das kann nützlich sein. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das brauchen werde. Aber mal schauen. So, ich glaube. Wie ging ihr denn nochmal? Ach, ihr konntet, glaube ich, Knochen schmeißen oder so, ne? Irgendwas war da mit den roten Skeletten. Pfeile, okay. Versuchen wir dich mal. Ah, cool. Ich hätte aber auch einfach den Schlüssel so nehmen können. Sehr schön. Ah. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? So. Dann gucken wir doch mal hier oben in die Tür. Ach, dich kann ich nicht stunnen, ne? Na, dann hau ich dich einfach so weg. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht... Ach, scheiße! Ich hasse sie. Ich hasse sie echt, diese Dinger. Ich bin mir hier nicht mehr ganz sicher, wie der Dungeon hier lief. Okay, gut, dann geh halt da hin. Das Problem hier ist, dass man die... Ja, scheiße.
dass man die wirklich alle kaputt machen muss. Ich versuche jetzt auch mal Dauerfeuer hier. Okay. Ich will eigentlich... Das ist toll. Ich will hier eigentlich noch keinen Lebenstrank einsetzen. Aber ich werde den Part gleich hier beenden. Nachdem ich diesen Raum aufgeräumt habe. Ja, komm schon. Sei nicht so, komm her. Dankeschön. So, gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Ich muss meinen Hals gerade sowieso etwas verholen lassen. Das ist echt anstrengend. Und im nächsten Part holen wir uns dann die Mondperle und das dritte Amulett. Und ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ciao, ciao und tschüss.